herzlich willkommen bei Who is Tommy? Ja, was geht ab? Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, was er heute macht. Lasst mal ein Abo oder vielleicht auch einen Daumen da, dann wird die Community im Endeffekt auch viel größer. Extrem. Abo-Button. Schönen guten Tag, Leute. Was geht ab? Mein Name ist Tommy und wir befinden uns in PlayerUnknown's Battleground, kurz PUBG. Und heute zu meinem ganz persönlichen Experiment. Ja, wie viele von euch wissen, spiele ich Fortnite mit Controller auf dem PC und die meisten schlagen jetzt schon die Hände über den Kopf zusammen und denken sich so, what the fuck macht der? Ja, ich spiele Fortnite auf PC mit Controller und da habe ich mir gedacht, spielst du auch PUBG? Kann man das auch mit Controller spielen? Und ja, man kann es. So, es gibt hier auch tatsächlich Einstellmöglichkeiten dafür. Ich zeige euch das mal gerade hier. Geht hier auf Settings und dann auf Control. Und dann habt ihr hier die Gamepad-Einstellungen. Ich habe einen ganz normalen Xbox 360 Controller am Start. Mit dem ich das jetzt einfach mal ausprobieren werde hier. Das könnte tierisch in die Hose gehen, das könnte aber auch lustig werden. Ich habe hier so ein bisschen was eingestellt. Die Dead Zone würde ich euch, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, auf jeden Fall auf 10% empfehlen. Besser ist das. Die General Sensitivity habe ich auf 6 gestellt. Und die Aim-Beschleunigung heißt es, glaube ich, auf Deutsch, habe ich auch auf 6 gestellt. Das sind die Einstellungen, die ich mit dem Joystick gemacht habe. Warum das Ganze? Ganz einfach, weil es kann. Ich will es einfach mal ausprobieren. Ich will mal gucken, ob es möglich ist, PUBG auf dem PC mit Controller zu spielen und zeige euch das Ganze. Ja, bitte, ganz im Ernst, Leute. Die jetzt schon den Finger am Anschlag haben und in die Kommentare schreiben, PC, Maus und Tastatur, ja, Noob und so. Lasst es einfach, es interessiert mich nicht. Ich will jetzt gemütlich, ich werde sowas von zurückgelehnt spielen mit einem Joystick in der Hand. Und ihr könnt mir dabei zugucken, ihr könnt sehen, ob das überhaupt ansatzweise möglich ist. Ich würde sagen, wir hören uns, sobald ich im Flugzeug bin. Bis gleich. So, ein bisschen später als angekündigt, aber wir sind da. Ein paar kleine technische Probleme in der Aufnahme beim Flugzeug. So, aber wie gesagt, also als allererstes gucken wir uns mal an, wie starten wir die Map. Das machen wir mit der Back-Taste auf dem Controller. Die Zone kommt schon, ihr seht das. Ich bin aber nicht weit entfernt. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Ich habe schon eine Scar gefunden. Waffen wechseln tut ihr mit Y. Nachladen tut ihr, indem ihr X gedrückt haltet. Ich habe jetzt gerade keine Munition für die Waffe, deswegen geht das nicht. Und was gibt es noch so? Beispielsweise hier seht ihr, wenn hier mehrere Sachen liegen, drückt ihr mal Start und hier seht ihr das andere Menü. Hier könnt ihr zwischen den einzelnen Sachen hin und her switchen. Und dann hier auch aufheben. Es steuert sich gewöhnungsbedürftig, das sage ich euch ganz ehrlich. Aber es ist machbar. So, einen Single-Modus haben wir gerade in der Waffe. Wenn wir auf dem Steuerkreuz nach links drücken, können wir hier auch den Feuermodus ändern. Ich lasse den jetzt mal gerade auf Single. Unten habe ich leider noch nicht so viel. Weder einen Rucksack, noch die Überwaffen. Wobei eine Scar eigentlich jetzt nicht das Schlechteste ist, was man haben kann. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg in die Zone. Hier noch gerade rein. Hallo. Leider nein. Die Steuerung ist relativ gut umgesetzt. Ja, kann man sagen. Es steuert sich allerdings trotzdem ein bisschen anders als in Fortnite. Beim Aim habt ihr das gleiche wie mit Maus und Tastatur. Wenn ihr gedrückt haltet, aimt ihr so und wenn ihr einmal antippt über Kimme und Korn. Ob es hier tatsächlich ein Auto-Aim gibt wie bei der Controller-Unterstützung von Fortnite, kann ich noch nicht sagen. Einstellungen dazu habe ich keine gefunden. Aber das werden wir spätestens herausfinden, wenn wir auf einen Gegner treffen. Oh, da ist ein Rucksack. Nice. Das Ganze hebt ihr auch hier so, ne? Mit X auf. So. Weste haben wir schon, brauchen wir nicht mehr. Vielleicht gehen wir jetzt einfach mal da vorne zu den Häusern und gucken mal, was da so abgeht. Da kommt ein Auto. Hinlegen tut ihr euch, indem ihr B gedrückt haltet. Wenn ihr B antippt, könnt ihr euch ducken, ganz normal.
kommt noch einer. Da habe ich gerade meine ganze Munition verballert hier. Aber ich glaube, wir gehen mal gucken, was der da so hatte, oder? Gar nicht so eine schlechte Idee, weil wir haben noch nicht so viel. Das Auto rollt immer weiter. Ich hoffe, dass seine Leiche jetzt aber da liegt, wo wir ihn getötet haben, sozusagen. Hier so in der Ecke. Das sieht jetzt erstmal nicht so aus. Wo haben wir ihn explodieren lassen? Gehen wir mal im Auto gucken. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich habe ein Auto explodieren lassen. Oh Gott. Ich habe keine Munition für einen Kampf. Und ich finde sein Loot nicht. Oh mein Gott, ich finde sein Loot nicht. Rollt hier lang. Wir brauchen seinen Loot. Da führt jetzt gar keinen Weg dran vorbei. Also geschossen haben wir jetzt eigentlich ganz okay. Ich wollte zwar eigentlich ihn treffen und nicht sein Auto. Aber naja, gut. Kann man ja mal machen. Wie ist das, wenn einer explodiert? Ich bin mir da gerade noch nicht so sicher. Kann das sein, dass der Loot dann weg ist? Oder finde ich einfach ihn gerade nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Gut, dann verfolgen wir den ursprünglichen Plan und gehen da zu den Häusern. Obwohl die Zone... die geht in Sosnovka zu Ende, hä? Gut. Gerade ein schneller Munitionscheck. Hallo. Gewöhnlich bin ich ja für Heilung immer zu haben, aber ich habe schon 4 von den Dingern. Munition, Waffe, irgendwas, noch mehr Heilung. Ja, brauche ich dringend, wirklich. Oh Gott. Hier noch. Ah, guck mal hier, wir haben zumindest eine Mikro-UC. Was zur Hölle passiert hier? Ich bin offensichtlich nicht alleine. Holy shit, hab ich mich erschrocken. Holy shit, hab ich mich jetzt erschrocken. Den habe ich ja, du kannst mich looten, da ist nichts. Obwohl doch die Heilung, die wird ihm wahrscheinlich schon gefallen. Ja Leute, das war dann auch im Prinzip unser kleiner Einblick in die Joystick-Gaming-Welt von PUBG. Wie hat euch das gefallen? Werdet ihr es auch mal ausprobieren oder sagt ihr, nee, Digga, PUBG, PC, Maus und Tastatur only? Ich sag mal so, es ist schon gemütlich zu zocken. Kann man nicht anders sagen. Man sitzt einfach schön gemütlich in seinem Stuhl, lehnt sich zurück und zockt eine Runde. Allerdings natürlich, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, es ist kein Vergleich zu Maus und Tastatur. Profis werdet ihr damit nicht. Das ist tatsächlich mehr sowas für Casual-Spieler, die einfach eine Runde zocken wollen und vielleicht dabei gemütlich sitzen wollen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zugucken. Macht es gut. Adieu, au revoir und habt noch einen schönen Tag. Sagen vielen Dank, das war's mit diesem Video. Klickt doch bei den nächsten rein und genießt auch dann diese Show. Like und Abo-Button habt ihr schon gefunden. Jetzt könnt ihr auch den restlichen Kanal erkunden. Geht jetzt flink mit euren Fingern auf die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr von dieser alten Socke. Habt doch alle einen schönen Tag. Habt noch alle einen schönen Tag.